unsere Spieler geht es darum, Begriffe in die korrekte Reihenfolge zu bringen. Ausgetragen wird das Duell im Best-of-Three-Modus. Sollte ein Akteur einen Begriff falsch einordnen, geht der Punkt an seinen Gegenspieler. Ja, hi, ich bin Tobi Schweinsteiger, Co-Trainer beim HSV und ich gewinne das Duell gegen Kai, weil ich von nichts eine Ahnung habe, aber davon viel. Ja, servus, ich bin Kai Rabe, Torwarttrainer vom HSV. Ich gewinne, weil die Torhüter öfters gewinnen. Bin ich sowieso nicht. So, ja, sag ich doch. Kai darf anfangen. Passt ja bei Terror das schon, Phil. Auch nochmal dasselbe, hat er schon wieder vergessen. Hör darauf. Wir starten dann. Wir sind in der Kategorie Anzahl der geschossenen Tore in der zweiten Bundesliga. Insgesamt Kai Rabe startet. Das ist nicht der Ernst. Warum hast du das gewählt? Weil ich Ahnung habe. Aber ich. Tja. Was denkst du dabei? Ich setze den Kalle hinter den Fabian Klos. Weil ich glaube, der hat nur 63 Tore geschossen. Ich nehme da Ruben. Den setze ich auch hinter Fabian Klos. Weil der bestimmt weniger hat. Ach, das wird natürlich tricky, ja. Tja. Den Rudi Völler. Auch hinter Fabian Klos, weil der, glaube ich, nicht so viele Saisons in der zweiten Liga gespielt hat. Ja, klar. Nee. Ja, klar. Der ist ja Erstligaspieler. Wir lösen das Ganze einmal auf. Ja. Simon, nee, der hat bei 60 München sehr viele Tore in der zweiten Liga gemacht. Ja, aber nicht so viel. Ja, vielleicht weniger als Klos, aber vielleicht hat er weniger als Hennings, das könnte sein. So. Also, wir lösen das Ganze einmal auf für euch. Rudi Völler hat tatsächlich 37 Tore erzielt. Bist du überrascht, Kickers, ja? Offenbach, ja, stimmt. Damals. 65. Genau, dann Tirole führt das glasklar an mit 118 Toren. Dann wäre Bruno gekommen mit 101, Fabian Klos 64, Hennings 62, Schnatterer 47 und Khaled mit 17. Dann ganz unten. Der holt noch auf. 1-0 für mich. Ja, bin ich schwach, dass ihr dieselbe Frage genommen habt wie bei der Proberunde. Ja, hier werden schon Ausreden gesucht. Wir kommen zur nächsten Kategorie, die da lautet Endrundenteilnahmen bei Fußballweltmeisterschaften oder an Fußballweltmeisterschaften. Mhm. Das ist ja genau so. Wir haben hier als Ausgangswert 13 Teilnahmen von Belgien. Rechts findet ihr die Länder. Und dann darf Tobi jetzt beginnen und die Länder nach ihren Endrundenteilnahmen an Fußball-Weltmeisterschaften. Ich mache Kroatien mal unten unter Belgien, weil es gibt es ja noch nicht so lang. Ich denke, die haben weniger. Die Deutschen dann ganz nach oben. Ich mache Brasilien über Deutschland, weil die, glaube ich, mehr haben. So. Portugal, Niederlande, England. Portugal. Und Belgien. Das ist eng. Für mich 2-0. Was gab es denn? Ey, also rechnen. Struck? Was haben wir heute für ein Jahr? Ball nehmen. 10, 6, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Jetzt tun nichts, als du Ahnung hättest. Oh, ich mache England vor Deutschland. Jetzt muss ich. Komm, mach richtiger Ton. Das gibt's doch nicht, ey. Mann.
taktisch schlecht. Sollen wir wieder X machen, dass wir das, der dritte Durchgang spielen können? Habe ich jetzt verloren. Ja, Tobi verliert diesen Durchgang, weil er England eine Position zu hoch gesetzt hat. Brasilien mit 21 führend, Deutschland folgt mit 19, England mit 15, dann der Ausgangswert Belgien 13, Niederlande 10 und Portugal mit 7, Kroatien mit 5. Ja, komm, wir spielen noch einen dritten Durchgang. So, ja, spielen wir noch einen Durchgang, den er keiner noch nicht wusste. Auf Ergebniskosmetik für Tobi. Ah, okay. Schuhgrößen unserer Spieler. Hey, Junge! Amino, wo bist du? Du fängst an. Ich fäng an. So, genau. Kai fängt an. Wir haben Leibe als Ausgangswert mit 41¼ und würden sagen, auf geht's in Richtung Ergebniskosmetik. Alles klar, ich fange mit dem Torwart an. Pole geht ganz nach oben. Das stimmt hundertprozentig. Bitte lass den Backer größere Schuhe haben. Lass den Backer größere Schuhe. Ja, du kannst ja das noch verändern. Ja. Auf jeden Fall der größere wie. Ja, wie der Cairo oder Sony oder. So, jetzt wird's aber schwierig. Papa hat auch so kleine. Ja, Backer, du bist ja auch nicht sicher, ob der größere hat als der Pole, ja? Du bist nicht unter Druck. Der Tim hat 41¼. Der Cairo, der hat doch vorher vor mir die Schuhe gewaschen, gestern und heute. Ey, 20 Minuten geschrubbt, die können nicht so groß sein. Nehme ich denn? Ich glaube, dass der Chris Moritz zwischen Poller und Tim. Das ist gut. Vorher, der Sonny ist größer als Cairo und als Tim. So, ich blende alles aus. Vor allem das Gebabbel zum nervös machen. Papa ist auf jeden Fall und Tim. ¼, gell? Das ist nicht groß, aber auch nicht klein. Ja, ist nicht schlimm. 3-0 steht's dann. Das ist ja tragisch. Echt bitter. Du verlierst ja sowieso öfters, geht der Bremse mit Schnick, Schnack, Schnuck und Getränke holen. Ja, da bin ich gut. Das habe ich zwei letzte Woche. Der Backer, der hat schon so U-Boote. Aber was haben der Poller für eine Größe? Also, Poller ist groß. Aber vielleicht auch kleiner wie die. Ich weiß, ich glaube, dass der Cairo. Der Sonny. Ich glaube, der Sonny. Schwer. Boah. Schwer. Cairo hat kleinere wie. Ich bin 41¼, ist schon klein. Wenn ich jetzt wieder versemmel, gehe ich da 0-3 raus. Das ist gut. Wie der Trommel wieder kommt, er wieder verloren. Nee, das war jetzt gut. Ich weiß nicht. Nein! Alles gut. Ja, du warst dir ja sicher, dass der Poller die größten hat. Ja, ja klar. Ja. Nee, sicher war ich mir nicht. Ja doch, hast du ja gleich. Der hat groß. Sonny. Also der stand heute neben Leibe und Cairo und war, ist deutlich größer. Sonny hat. Der hat größere wie Tim. Tim ist ein. Ich setze ihn einfach da hin. No risk, no fun. Mein Gott, ey. Einfach. Herr Scherz. Boah, ich habe schon ganz feuchte Hände. Herr Wacker, der hat halt. Herr Poller, ich sehe bloß immer, die sind bunt. Aber ja, aber Problem ist, dass der ja 8 Paar hat. Es geht nur darum, ob Wacker. Papa ist auch noch da. Ne, Papa ist doch schon weg. Ist schon eingeloggt. Ja klar, aber ja, das dann geht doch nur darum, ob der Backer vor Poller ist oder der Poller. Uff. Weiß ich nicht. Die sind beide fast gleich groß. Der Backer hat schon. Ich hab den irgendwann mal gefragt. Mein Gott, ich hab ihn irgendwann mal gefragt. Das täuscht auch. Nein, das täuscht gar nicht. Das täuscht dich vielleicht. So, der Backer.
Setz steht es 2-1. Ich schaue bei den Torhütern echt nie, gell? Das sind gute Menschen. Die sind nie da, wenn ich in der Kabine bin. Wir sind immer draußen beim Trainieren. Ja. So, wir erhöhen den Druck. Ist richtig. So, wir kommen zur ersten Stichfrage des Tages. Wir fragen euch, welche Schuhgröße hat Tom Mickel? Wieder ein Torwart, merkst du was? Der Mickel, was hat der? Ich weiß es. Ganz genau. Fußballschuhe oder Turnschuhe? Reden wir eigentlich die ganze Zeit über Fußballschuhe oder Turnschuhe? Wir reden von Fußballschuhen. Ja? Boah, weiß ich nicht, aber nicht. Adidas hat der, ja? Ja. So, zeigt es gerne nach vorne in die Kamera. Das gibt's doch nicht. Also das ist tatsächlich ein verrücktes Ding, weil Tommy 44 hat und damit genau in der Mitte liegt. Ja, und jetzt? Ja, nochmal nächste? Jetzt gehen wir ins nächste. Komplett neues Duell nochmal. Jetzt geht's ins nächste. Ne, Stichfrage. Wir haben ja genügend Fragen. Stichfrage. Ja, okay, dann machen wir den. Ja, machen wir mal was anderes. Nee, was Neues. Neues Spiel. Neues Spiel. So. Wie fair ich bin, gell? Gib dir wieder eine Chance. Du fair wärst, wirst du den ersten Punkt nicht nehmen. Ja, okay. Wir gehen ins nächste Duell. Das ist erste Bundesliga-Einsätze für den HSV. Habt ihr beide aus der Ferne beobachtet? Ja, kenne ich nicht. Als Richtwert haben wir einen jungen Mann, der aktuell als Präsident bei uns aktiv ist. Hm. Keine Ahnung. Boah. Dann darf Tobi dieses Mal beginnen. Schon wieder. Du hast keine Ahnung. Ja, alles gut. Alles gut. Ich habe keine Ahnung. Also Bundesliga 1 für den HSV, gell? Muss man schon richtig verstehen. Ja. Ja, das ist ja klar. Ja, das ist ja klar. Ja, das war einfach, das war voll wie bei mir. Der Rode war auch klar. So, und jetzt wird's schwierig. Ja, ich hab's ja falsch schon gedacht. Gut, ja, ist klar. Mein Gott. Falsch schon gedacht. Puh. Zu lang hier. Keine Ahnung. Sicherheitstipp. Ja, mach ja auch einen Sicherheitstipp, wenn du so bist. Ja, klar. Ich hab echt keine Ahnung gehabt. Also ich hätte peinlich über Lasogga jetzt getan. Ich glaube, dass der weniger als Lasogga. Was? Der Lasogga mehr Einsätze als peinlich für den HSV. Jo. Weil der peinlich in Rostock und Leverkusen war. Ja. Egal, hab ich gewonnen. Manni Kals mit 581, der lange gesprochen hatte. Genau. Hätte man wissen können. Dann würde ich sagen. 2-1, ich stehe unter Druck. Tobi holt das 2-1. Best of three. Bist du durch? Es ist zu Ende. Jetzt leider. Gibt es vielleicht von Tobi eine kleine Gratulation? Glückwunsch, Kai. Hast du verdient gewonnen. Also, wie du die Torschützen da eingereiht hast, das ist sensationell. Ja, das ist Qualität. Ich freue mich für Kai. Qualität, aber das ist okay, er kennt es ja. Kai sein Tag heute. Schon Trainerlob bekommen. Ja. Geburtstag meiner Tochter. Geburtstag seiner Tochter und alles Gute von dir. Viel Spaß, danke. Ciao. Ciao. Danke, Jungs.